der Mühlebach in Hergiswil. Seit Jahrtausenden ergießt sich sein Wasser vom Pilatusgebiet in den nahen Vierwaldstätter See. Hier beim Mühlebach absolvierten die Schützen der Nittwaldner Gemeinde während Jahrzehnten ihr Obligatorisches. Doch seit der Schießbetrieb vor ein paar Jahren stillgelegt wurde, lag das Gelände brach. Die Gemeinde Hergiswil als Besitzerin suchte nach einer neuen Nutzung und gelangte an die ABL in Luzern. Zusammen mit der erfahrenen Baugenossenschaft sollte hier ein gemeinnütziges Wohnbauprojekt realisiert werden. Der Hauptgrund liegt darin, dass unsere jungen Familien und die Jugendlichen die Mietzinsen, die verursacht werden durch die hohen Bodenpreise, nicht mehr zahlen können. Und da haben wir nach Alternativen gesucht. Und nach einem Evaluationsverfahren hat sich die ABL angeboten. Die ABL ist ein äußerst kompetenter Partner gewesen und wir konnten mit ihnen sehr schnell die Überbauung, die wir hier vorstellen, jetzt können realisieren. Auf dem Gelände des Schützenhauses, das Anfang dieses Jahres abgerissen wurde, ist nach den Aushubarbeiten die Sicherung des Baugrundes bereits in vollem Gange. Innerhalb eines Jahres werden hier zwei ABL-Genossenschaftsbauten mit insgesamt 22 3,5 und 4,5 Zimmerwohnungen entstehen. Neues Bauen. Hier verbunden mit der Expansion in die weitere Agglomeration der Stadt, ist Teil der ABL-Strategie, die auf mehreren Säulen basiert. Ja, ein Teil der Strategie ist ja gegeben. Es ist wichtig, dass wir die Substanz erhalten. Das heisst, wir müssen alle Häuser und Siedlungen, die wir haben, müssen wir einfach in einer gewissen Regelmäßigkeit technisch sanieren. Dann müssen wir sie natürlich jetzt auch ökologisieren im Sinne von besserer Energieeffizienz. Und wenn wir das alles genauer anschauen, dann müssen wir, denke ich, ist es richtig, wenn wir auch verdichten. Also bestehende Wohnungen etwas grösser machen, dass wir Balkone anhängen oder allenfalls auch noch zusätzlich bauen. Konkrete Neubaupläne auf Stadtboden hat die ABL zusammen mit der Baugenossenschaft Matt. Hier an der Bernstraße Richtung Litau soll in den nächsten Jahren eine neue Siedlung auf rund 10.000 Quadratmetern Fläche entstehen. Noch sind die Verhandlungen mit der Besitzerin des Areals, der Stadt Luzern, nicht abgeschlossen. Dabei gilt es, verschiedene Probleme zu lösen. Ja, Bernstraße, das ist ein Teil, wo dort oben noch nicht so stark bebaut war. Und jetzt wird das städtisch entwickelt. Das heisst, es gibt eine rechte Dichte. Wir brauchen das natürlich als Wohnbaugenossenschaft, dass wir einigermaßen bezahlbare Mieten erzielen können. Und das ist etwas schwierig, auch für die Nachbarschaft und auch für insgesamt für das Stadtbild. Die ABL ist zudem am Areal der städtischen Feuerwehr interessiert, die mittelfristig einen neuen Stützpunkt erhalten wird. Das Gelände wurde im Rahmen der neuen Bau- und Zonenordnung für den gemeinnützigen Wohnungsbau reserviert. Insgesamt sollen in den nächsten 25 Jahren 2.500 neue, preisgünstige Wohnungen in der Stadt entstehen. Zur Schaffung neuen und der Sanierung bestehenden Wohnraumes kommt bei der ABL die Aufwertung von Außenräumen. Ein Ziel, das die Baugenossenschaft am Beispiel des Innenhofes ihrer Siedlung Himmelreich I zurzeit konkretisiert. Um den Genossenschaftshof zu attraktivieren, ließ sich die ABL von der Kreativwerkstätte Steiner Sarnen verschiedene Vorschläge unterbreiten. Eine ABL-Jury möchte die Idee eines Glashauses im Hof realisieren. Ja, was wir eigentlich ganz wenig haben bei der ABL, sind Gemeinschaftsräume. Und wir haben da heute gesehen, es war eigentlich ein einstimmiger Entscheid für einen Gemeinschaftsraum für die Bewohnerinnen und Bewohner vom Himmelreich I. Das Glashaus fasziniert, auch von der Einfachheit her, wie es hier steht, mit Innenraum, mit Außenraum, idealst geeignet und spiegelt und hat eine gewisse Höhe und ein gewisses Volumen. Wunderbare Sache. Fazit: Wer unter einem ABL-Dach lebt, der kann sich dort auch in Zukunft wohl und sicher fühlen. Selbst wenn dieses, wie in diesem Fall, aus Glas bestehen würde.